mit dem Fan-Talk nach den Heimspielen des SC Magdeburg. Das hat dir jemand hingestellt? Wenn du möchtest, möchtest du? Ein Bier? Nein, danke. Ja, okay. Wir werden gleich fragen, warum. Micha Damgard heute hier, der Mann, der aus Positionen wirft, wo wir uns den, also wir würden uns ja alles brechen, Hüfte, Knie, alles, wenn wir das probieren würden. Und wahrscheinlich auch die Hälfte aller Profis in Europa. Erstmal war es ein schöner Sieg. Wie war die Stimmung in der Kabine? Die Einstiegsfrage bei einem jeden Talk? Sehr schön. Was ist das? Der dritte Sieg? Das war der dritte Sieg in der Gruppenphase. Genau, und das war sehr wichtig. So eine sehr schöne Atmosphäre heute, so alles gut. Ich hoffe, dass er ganz viel redet, weil dieser Akzent großartig. Hattest du auch das Gefühl, dass es heute die wahrscheinlich stärkste Mannschaft, der ist, gegen die ihr spielen müsst, momentan in der Gruppenphase? Hat sich das für euch auch auf der Platte so angefühlt? Ja, das ist ein bisschen schwer, aber ja, die sind sehr gut. Aber ich denke, dass wir es besser und wir sind die beste Mannschaft in dieser Gruppe. Und wir müssen versuchen zu gewinnen alle Spiele, aber das ist sehr schwer, wenn man nicht spielt zu Hause, weil wir haben die besten Zuschauer in der Gruppe und in der Welt. Aber wenn wir gehen zu Espanyoles, wir müssen versuchen gewinnen nochmal und mitnehmen die 8 Punkte. Glaubst du, dass da was zu holen ist in Spanien nächste Woche, am Wochenende? Bitte? Glaubst du, dass ihr da wirklich eine gute Chance habt zu gewinnen? Natürlich. Haben Sie auch den Unterschied? Haben Sie den Unterschied gemerkt, wenn ich sage, ja, ihr seid die besten Fans, dann guckt ihr, aber wenn ihr sagt, ja, ihr seid ja die beste Fanszene da, das ist großartig, das klingt so viel schöner. Herrlich. Micha, ich habe jetzt mal die letzten Spiele mir angeguckt, wir müssen mal reden. Du hast manchmal Würfe drauf aus Positionen und aus Situationen, da rechnet keiner mit. Oft gehen die rein, dann feiern alle. Wenn sie nicht reingehen, habe ich gehört, dann gibt es schlechte Worte vom Trainer, der schimpft dann auch schon mal so. Die Frage ist, wann entscheidest denn du, ob du jetzt den normalen Spielzug abarbeitest oder ob du sagst, na jetzt hau ich mal einen raus. Gibt es da einen Entscheidungsmoment im Kopf oder machst du das aus dem Hintern? Aus der Hüfte. Man muss immer versuchen, so weiterkommen. Wenn ich denke, ah scheiße, ich habe kein Tor gemacht, jetzt ich kann nicht Wurf nächste Mal, dann ist es einfach so der Abwehrzug spielen. So natürlich, ich will nicht haben 10 Wurf und kein Tor, aber man muss versuchen, jeden Mal ein Tor machen. Das ist einfach für mich und das ist mehr einfach für meine Mannschaft. Und kriegst du oft Ärger mit Bennett, also mit dem Trainer, weil du da was probiert hast, womit keiner gerechnet hat? Sei ehrlich. Natürlich, ja, immer. Wenn ich ein Tor mache hier in der zweiten Halbzeit auch, ich habe geguckt auf Benno und er sehen, dass er mag. So, ich weiß, das war nicht die beste Chance, aber ich habe Tor gemacht und das war sehr wichtig. Also habt ihr wahrscheinlich so ein Gentleman Agreement, wenn du triffst, darf er nichts sagen, aber wenn er nicht reingeht, dann gibt es eigentlich sowas wie Straftraining bei euch? Liegestütze irgendwie 50 oder sowas? Nee, aber wir haben hohe Ambitionen auf diese Mannschaft und wir haben eine wirklich gute Mannschaft. So natürlich, wir mussten jeden Mal pressen und sagst, du musst besser machen, wenn du nicht Tor. So das ist eine tolle Reaktion. Heute hat er nun dann auch noch Nemanja Geburtstag, 26. Geburtstag. Gibt es eigentlich mittlerweile, weil es sind in dieser Saison ist es ja wirklich sehr durcheinander. Es sind viele gekommen, es sind dann noch zusätzlich Spieler gekommen, es war so eine Wurstelei. Habt ihr so eine Verabredung, dass er jetzt einen ausgeben muss? Feiert ihr miteinander? Muss jeder Spieler, der Geburtstag hat, eine Kiste Bananensaft ausgeben oder irgendwas? Vielleicht, ich kenne nicht die Traditionen, aber wir will gucken heute an. Ihr guckt heute? Ja, genau. Also das heißt, es wurde erstmal nicht über den Geburtstag. Habt ihr ihm denn eine Torte geschenkt vorm Spiel oder sowas? Schön fettig mit Sahne und so? Bitte? Okay, na dann würde ich mal sagen, die nächsten Spiele Mittwoch in Balingen. Was glaubst du, was erwartet uns? Können wir alle am Ticker wieder sterben, am Herzinfarkt? Oder geht das ein bisschen klarer? In welche Richtung auch immer? Ich hoffe nur, dass alle die Zuschauer von heute kommen, auch Mittwoch. Nee, mit. Gut, da gibt es ja so Tickets, da kann man Freunde mitnehmen bei der Deutschen Bahn. Guckt einfach mal nach Balingen, genau. Also wenn wir jetzt, oder wir laufen jetzt alle los mit dem Dreirad oder sowas, vielleicht sind wir dann auch am Mittwoch da. Ansonsten viel Glück, auch bei dir privat zu Hause läuft ja alles super, oder? Ja, alles sehr super. Und dann würde ich mal sagen, der sympathische Mann kriegt einen riesen Applaus jetzt hier. Wir sagen allen anderen auch, die Formkurve unserer
Jungs in grün-rot zeigt eindeutig nach oben. Man hat viele schöne Spielzüge heute auch gesehen. Das sah aus wie wirklich guter Handball. Am Ende war es auch sehr konzentriert. Sagen Sie es weiter, kommen Sie zu den Heimspielen, verfolgen Sie die Spiele im Internet des SC Magdeburg. Und ansonsten, wie viele Pokale holen wir noch? Zwei oder einen in diesem Jahr? Ich weiß, gut. Ende der Durchsage.